Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. Wir haben einen unheimlich geilen Airdrop eingesammelt und auch cool, dass wir den noch gefunden haben. 9 Bücher drin, 8 konnten wir lesen und 1 zum Verkaufen. Ob wir das jetzt heute noch schaffen, weiß ich nicht. Ey, das sieht auch nicht schlecht aus. Hier in der Mitte mit so einem. So einer Spitze drin. Das ist bestimmt irgendein alter keltischer Gotteskreis oder so. Ich mache jetzt nichts mehr. Also, ja, Eier nehme ich natürlich mit. Ich sag das schon mal vorher. Zack, zwei drin. Wunderbar. Ist die Ausdauer weg. Bei diesen Steinen bin ich ganz ehrlich, da bin ich immer noch am Überlegen, ob die Entwickler das extra für mich gemacht haben. Die größer gemacht habe, so ein Blindfisch bin. Ja, komm ran hier. Leg den nieder. Bleib liegen, Mann. Oh, hat er es doch noch wieder geschafft, mir eine Backpfeife zu geben? Drecksack. Viertel nach 7. Das müssten wir eigentlich noch hinkriegen. Kriege ich das überhaupt alles mit? Und danach müssen wir ganz schön schleichen, weil wir ziemlich überladen sind. Da ist wieder der scheiß Bauernhof. Wir sind schon wieder durstig. Und krieg schon wieder scheißen Wetter. Und was für ein scheißen Wetter? Okay, es ist ja auch schon Abend. Quatsch, bin schon vorbeigerannt. Oh, und? Krieg nicht alles mit. Was haben wir denn hier, was nicht so wichtig ist? Rock gibt nur 8. Fett und Gammelfleisch ist schon wichtig. Ach, das gibt auch nur 8. Weg damit. Zack, so, haben wir alles. Oh Gott, will jetzt nach Hause schleichen. Den Trailer werden wir nicht mehr schaffen. Ich gehe lieber auf der Straße als beim Bauern lang.
Also vor dem ersten Blatt nun in unserem Multiplayer-Game bin ich mehr oder weniger quasi so um dieselbe Uhrzeit draußen rumgerannt. Und dann kam auf einmal ein Feral. Und zack, war ich da. Halb neun. Bei der Pest Control sind wir gleich wieder. Und wenn wir alles da haben sollten. Bauen wir uns natürlich erstmal die Werkbank, ne? Ich schieb so überladen immer voll die super Panik. Gar keine unserer Zombie-Falle. Trailer macht gleich zu. Es wird auch wieder hell. Wunderbar. Der Mais ist immer noch nicht fertig, ne? So, jetzt können wir den Rest hier endlich durchlaufen. Ja, brauchst keine Angst haben, Hase. Ich bin doch kein Unmensch. Töte Hasen. Aha. Rennt ein Freak rum. Kurz mal ablegen, was zum Ablegen ist. Den mal wegmachen hier. Du machst hier gar nichts kaputt. Wo bist du? Du bist doch hier reingegangen, ne? Es ist ja in der Garage. Komm her, yeah. Du hast hier gar nichts zu melden. Ja, auch irgendwann mal nochmal Piken auslegen. So, ist alles repariert, was wir verkaufen wollen? Grill gibt eh nur 4, aber naja, eigentlich können wir trotzdem verkaufen, ne? Ja, das ist alles für einen Trader. Trader. Der hier auch. Mal gut, dass wir da am nächsten Tag hingehen. Ja, langsam ganz schön voll. Also können wir hier wieder rein. Leben ist immer noch nicht durchgebrutzelt. Leben braucht immer lange. Du brutzelst jetzt hier weiter. Nee, da haben wir noch Blei. Futter. Nee, den Rest nicht. Und saufen. Zwei Honig haben wir mal schon mal auf Tash, falls irgendwas passieren sollte. So, Medizin habe ich immer noch da gebunkert. Ja, das wird irgendwann noch umgebaut. Ne, da kommt da dann überall oben auch noch Kisten und so hin. So, Werkbank. Was war das nochmal alles? Und dann, ja, dann können wir den nächsten Punkt endlich mal auf den Mechaniker geben, damit wir uns mal ein Fahrrad bauen können. Nägel. Oh, habe ich 100 Nägel? Ich meine, ich kann bestimmt welche machen. 5 Klebeband. Aber glaube ich auch nicht mehr. Und mechanische Teile, 20. Man braucht hierfür den Clownhammer gar nicht mehr. Den brauchte man doch früher, ne? Klebeband? Hätten wir noch.
Nägel nicht. Und da können wir gleich wieder wegpacken. Mechanische Teile auch nicht. Dafür brauche ich nur 4 mechanische Teile. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Tisch? Da können wir ein bisschen schrauben gehen. Tisch? Ja, ich Vollhorst. Die Nägel brauche ich nicht. Ich brauche die mechanischen Teile, Mann. Ich habe schon wieder die beiden Sachen durcheinander gebracht. So, fertigen wir uns mal davon ein. Der kommt dann dahin. Ah, ich habe mein Essen rausgelegt. Wo wir uns eigentlich auch mal gleich Neues machen könnten. Ich muss mal gucken, ob ich nicht schon... Fett brauchen wir noch. Wasser brauchen wir dafür. Schon wieder 2 fertig. Da ist 1 fertig. Ja, das nächste ist auch gleich fertig. Ob ich hier mal warten soll? Nee, wer weiß, wie lange das dauert. Digga, ich brauch mal Nägel. Gleich 100. Ah, ich habe nichts mehr genug Eisen. Oh, wäre echt eine gute Nacht gewesen, um mal Eisen zu hämmern. Pfeile haben wir auch nicht mehr viele. Was sind wir? 80 Nägel? Oh, 17, mehr kann ich mir nicht machen, erstmal. Ja, aber die kannst du trotzdem machen. Da haben wir noch ein paar. So, warte mal. Dort ist er doch. 2 Kartoffeln, 2 Maiskolben, jeweils 1 Wasser. Geil, da können wir uns 8 Stück von machen. Das geben wir doch erstmal in Auftrag hier. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Tisch. Hier ist unser Schraubenschlüssel, dann gehen wir mal ein bisschen schrauben. Nägel sind schon mal fetch. Die packen wir dann erstmal weg. So, können wir nicht hier auch schon was schrauben? Ist das zu schrauben? Ja, natürlich. Hier. Meine Rüstung. Den müssen wir noch einbauen. Tisch, das ist schon mal sehr schön. Ist er mit einem komplett heile? Ja. Und schon ist unsere Rüstung nicht mehr schwach. Mal nochmal 20 Eisen bekommen. Brutzeln wir hier mal rein. Ja, kann man nochmal 23 Pfeile machen. So, hier bei uns noch irgendwas zum Schrauben. Antenne? Die hier
auch? Ne, die nicht. Irgendwann muss es ja auch mal weg, ne? Komm. Würden gehen, 87, machen wir nochmal 30 Piken. Tja, und in der nächsten Nacht dann auf jeden Fall mal Mine. Da muss ich am besten dann auch schon mal vorher hin. Da ein hin. Ja, scheiße, ich brauche erstmal mein Tool. Da haben wir die mittigen Stäbe. Tisch. Ach ja. Da muss ja auch noch einer rein. So, wunderbar. Ja, also, der braucht echt ganz schön lange, ne? Ja, mal das nächste Eisen. Wahrscheinlich schafft er den Lehm mit der Zeit wieder nicht, ne? Komm, mal ein bisschen mehr rein. Kann erstmal wieder weg. Hier geht da rein. Das packen wir auch erstmal wieder raus. Das ist, mir irgendwie zu heiß. Lieber die Schrotflinte am Start haben. Mal kurz gucken. Also da würde ich dann wahrscheinlich die Werkbank hinmachen. Ich weiß allerdings nicht, ob die sich jetzt auch verändert hat. Ob die jetzt, was weiß ich, drei lang ist oder so. Und dann würde ich da gegenüber den Chemietisch bauen. Dann können wir quasi da eigentlich schon mal die nächste Kistenreihe aufstellen. Warte mal, die hat hier. Ne? Hey, mal ein bisschen Ordnung reinkommt. So, Tisch, 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 Tisch und Tisch. So, den Rest erstmal nochmal safen. Dann machen wir da. Ammo. Waffen. Werkzeuge. Nein. Explosive nehme ich mal für alles, was man zum Muni machen braucht. Und du hier hinten auf der Seite, du wirst die Trader-Kiste. Muss hier noch irgendwas repariert werden? Nee, ne? Oh, geile 762 war auch schon ein voll. So, Trader. Dich noch und dich noch. Den Rest verkaufen wir nicht.
Da durfte nur ein Mod rein, ne? Er ist nur ein Zweier. Alles da reingemüllt. Und weiter sortieren hier. Money. Nee. Das war's. Aber 762 Pfeile hier unten hin. Waffen. Haben wir ja nur die eine, ne? So, dann alles, was zur Munitionsherstellung ist. Disch, 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 Disch und Disch. Kommt bei Explosive rein. Werkzeuge. Disch, 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 Disch. Und bei den Werkzeugen baller ich mir die mit rein. Und so mein Stuff auch noch. Das packe ich alles erstmal bei Werkzeuge mit rein. Oder aber... Nee, wir machen da weiter. Baublöcke. Was brauche ich noch? Hier. Fahrzeuge. Leider rein. Das ist auch, glaube ich, das Einzige. Ne? Ja, Fahrzeuge. Hier oben machen wir den Motorenbereich. Da machen wir den Batteriebereich. Und hier unten den Rest. Ja, Werkzeuge. So, und meine Mods packen wir dahin. Nehmen wir zur Not noch meine Steinaxt. Und dann Hammers. Ich werde jetzt mal hier unten ein paar Piken reinlegen. Obwohl, nee, noch nicht. Ich werde hier noch mehr abstützen. Und dann legen wir die Piken. Dafür brauche ich erstmal doch noch wieder meinen Clownhammer. Ja, Bombix, wenn du hier Essen machst, ne? Dann musst du das Ding auch anfeuern. Es braucht auch nicht lange, ne? Also nur eine halbe Stunde. Ja, fast gar nichts. Halbe Stunde. Und jetzt wird's auch endlich mal gekocht. So, ich könnte auch ein paar Pfeilspitzen gebrauchen. Mach das ruhig mal aus dem Rest, der noch da ist. Das geht ja voll schnell. So, Eisen weg. Die ist leer. Da haben wir noch Medizin. Ressourcen brauchen wir noch. Und Schrott brauchen wir noch. Da du leer bist. Mach dich weg. Brauchen wir nicht mehr. Hab ich da irgendwas grunzen gehört? Ja?
Erstmal ein bisschen Bacon Egg. So, dann nochmal aus der Pippi Wasser machen. So. Bam. Das müssen wir ja reparieren. Denke ich mal, ein bisschen Schrauben hier, wa? Alter. Das dauert natürlich richtig lange. Aber es scheint auch deutlich mehr zu geben, oder? Vier mechanische haben wir schon. Richtig Ausdauer. Ich muss aufpassen. Ich meine, der Tag fängt gleich an. Das waren schon mal 10. Nicht schlecht. Kann man die eigentlich mittlerweile schrauben? Nee, ne? Das ist echt schade. Wir gucken wir jetzt erstmal. Kann man dich auseinanderschrauben? Oh ja. Na ja, gut. Na ja, hier sowieso. Den schrauben wir hier nämlich rum. Aha, da ist ein Täschchen hinter. Das ist ja geil. Gut zu wissen, mit einem Medical Buch drin. Ja, geil. Ja, das ist cool. So, was ist mit dir? Ja, die geht nämlich auch. Ich denk mal, das war's hier, ne? So, was hast du? Aber Lämpchen? Nö, oder? Da ist eine Lampe. Nimmst du erstmal spontan alles mit, was wir kriegen können? Exit? Ja, geht auch. Gibt auch Elektriker. Ja, die Uhr bestimmt auch, ne? Ja. Ja, den lassen wir mal zum Looten mal da. Hier gibt's nichts. Können wir? Jawohl. Was gibt's hier? Rohre. Oh, Ausdauer. Weg. Ja, gibt es nur Rohre und Eisen. Da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Lampen. Ja, das kostet richtig aus. Alter, dauert das, bis die Aussage wieder aufgebaut ist. Joa, die Lämpchen.
aber auf jeden Fall noch 4 Lampen. Ey, der Wasserverbrauch ist echt brutal. Der ist hinten alles auseinandergeschraubt. Sag mal, geht das auch? Oh ja, oh. Sehr crazy. Es ist vielleicht mal eine Option, wenn wir ein besseres Tool haben. Also mit dem Tool bin ich da ja ewig unterwegs. Hier, da gibt's doch Eiswürfel, ne? Jawohl. Oder Schneebälle halt. Die braucht man fürs super Getränk. Da ist noch so ein beleuchtetes Open-Schild. Ey, wüsste zu gern, was es dann gibt, wenn du das abgebaut hast. Ich hoffe nicht nur Scheiße. Weil da werde ich mich auf jeden Fall mal ranmachen. Was ist mit dem Ding hier? Das geht auch. Da war anscheinend nur Eisen, oder? Nee, auch Electrical. Oh, ein Geländewagen auch. Macht der Trader gleich auf. ...18 mechanisch, 19. Das schaffen wir. Haben wir gleich zusammen. Chess Ausdauer. Und mach mal Licht aus. Ist hell genug. Wir haben ja oben noch welche, aber wir haben auch jetzt hier schon unsere 20 voll. Sehr geil. Ja, oh, auch der Trader auch. Öff. Was war das noch? Genau, die 100 Nägel noch, ne? Klebeband kurz herstellen und geschmiedetes Eisen. Ah, Klebeband ist unterwegs. Das machen wir dann weiter. Oh, Mist. Wurstfinger. Die Werkbank, die dauert nämlich 5 Minuten. Deswegen wollte ich die jetzt schon mal als erstes auf den Weg bringen. Kurz danach dann weiter Klebeband machen. Und hier alles rein. Eine Lampe, Tisch und Tisch und Tisch. So, also hier rein. Schneeball zu essen. Clown aber cut auch erstmal wieder weg. Muss nur nicht reparieren. So, ist ein Sack mir. Und der den Auftrag wegbringt. Mal sieht, was er Schönes für uns hat. Stop staring, asshole. Ja, guten Morgen, alter Wichser. Didn't we agree your first job was... was bist denn du für ein Geizkragen hier? 330 Kröten? Ist das dein Ernst? Ja, was für ein Scheiß, ey.
Also wir könnten Holz nehmen, 762 nehmen, Molotow-Cocktails, verbesserte Fittings, Mods. Oder dieses Rezept-Shamway-Geheimnis. Dann könnten wir. Ach nee. Haha, haben wir ja schon gelesen. Da bin ich ganz ehrlich, ey. Holz kann ich mir hacken. Ich nehme hier die 762 mit. So, Arschloch. Auftrag abgeschlossen. Hier, kannst du meinen ganzen. Achso, jetzt habe ich das angezogen. Nein! Ah, weil ich die Stufe 1 jetzt abgeschlossen habe, gibt's noch mal was. Das ist ja toll. Und warum zur Hölle gibt's kein Zeitungspaket? Ich meine, hier ist super, ne? Ich glaube, ich werde das auch nehmen. Und 2000 Jetons bekommen wir auch noch. Stoffrüstungspaket. Ich meine, zweimal Wasserfilter ist auch echt geil, aber nö. Ich glaube, ich nehme das Fahrrad. Allerdings, wir haben gleich die Werkbank, dann können wir uns das Fahrrad auch selber bauen. Die Wasserfilter, das wären 4000 Kröten. Ach komm, wir nehmen die Wasserfilter, dann haben wir sie. Können wir nochmal 2000 Sammler bauen. Ja, bam! Das war echt schon mal schön. So, aber jetzt hier nochmal schnell verkaufen. So, bloß aufpassen, dass ich nichts Gutes verkaufe. Ah, noch nimmt er alles. Weg. Ja, wunderbar. 7000 Kröten, also mehr sogar. Lalala. Ne? Wissenschaft. Nö. 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 Was hast du hier? Ha. Auch wieder nichts Richtiges zum Ballern. Da ist auch nichts Gutes. Ja, dann gibt's hier halt nichts Gutes. Shit, man. Ja, fick dich selber, and du you don't Assi. even fucking tip So, und da habe ich auch das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.